Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute mit einer neuen Folge von PewDiePies Minecraft-Welt. Und ihr seht schon anhand der Version, ja, die PewDiePie Minecraft-Welt findet natürlich in der 1.14.4, so 1.14.4 statt. Wir sind aber jetzt hier in der 1.10.2 und das heißt wieder, wir spielen wieder eine Version, die von ein Fan kommt, irgend so eine Fan-PewDiePie-Welt. Und zwar ist das Idea Houses and Fun. Ist eine Map von 2012, also schon 8 Jahre alt. Ja, ich spiele, habe das gerade in der Version 1.10.2 getestet. Da das aber von 2012 ist, gehe ich davon aus. Vor allem, weil man ja hier unten die Hotbar noch so Items drin hat, dass das ja wahrscheinlich die Minecraft-Version 1.2.3, 1.4. Naja, 1.2.4.2, mein Gott, diese ganzen Versionennummern. Oder halt die Version 1.2.5 sein könnte. Das weiß ich allerdings nicht. Könnte alles möglich sein. Von daher, ja, ich habe keine Ahnung. Zeit ist auf Standard. Also müsste gleich die Sonne aufgehen. Okay. Ja, wir gucken uns die Map mal an. Wo ist denn der Anfang der Map? Auf was steht denn die Map? Auf einfach, wir können ruhig mal Mobs. Obwohl, das ist eine Flat Map. Wir spielen die lieber mal auf friedlich. Könnte sonst ein bisschen nervig sein. Und ich lösche mal den ganzen Krams, den wir drin haben. Kann man die Fackel benutzen? Ne, das habe ich jetzt hier gerade in den Schädeln scheine. Guck mal, wie schnell das jetzt auf einmal hell geworden ist. Wahnsinn, ne? Schon ist hell. Ja, wir fangen mal ganz am Anfang an. Gucken wir mal. Ja, hier ist der Anfang. Also fangen wir in den Garten an, würde ich sagen. Uns das Haus anzugucken. Ja. Ich benutze natürlich wie immer einen kleinen Shader und auch ein Texture Packs, damit das Ganze noch ein bisschen nicer aussieht. Link zu denen ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Ich mache das sonst mal aus, das brauchen wir nämlich nicht. Dann sieht es nämlich ein bisschen cooler nochmal aus. Ja, wir haben hier einen verdammt schönen Pool mit Wasser. Also ein toller Garten. Keine Wiese. Sieht aber trotzdem sehr nice aus. Gefällt mir. Hat was. Große Fenster, sehr modern. Auch wenn das Texture Pack jetzt ein bisschen altmodisch aussieht. Ist ein bisschen mehr in den Mittelalter-Stil passt, aber okay. Ja, hier schöne Fenster, kann man cool rausgucken. Okay. Wir haben auf jeden Fall Dorfbewohner drin, als Bewohner des Hauses. Hier auch nochmal. Ja, ein Pool, wo man rein kann. Okay. Einfach so im Haus kann man machen. Muss man nicht. Ist eigentlich hier Kiste? Oh ja, doch. Hier ist wirklich richtig anständig was drin. Was haben wir hier für einen Schrott? Mal da direkt reinpacken in den Müll. Oh, komm rein damit. So. Was haben wir hier? Ach so. Ach so, dann kann man hier. Ah, hier was im Ofen? Ne, hier haben wir nichts. Dann kann man da sich was am Kühlschrank holen. Okay. Ja, nice. Dann gehen wir mal, würde ich sagen, hoch. Ich mach mal Fenster auf, dann können wir die Cam so ein bisschen richten. Theoretisch. Ja, so sollte passen. Vielleicht müssen wir rüberschieben mal. So. Ja, so ist, glaube ich, besser. Ja, auch hier wieder. Ja, ach, hier gehen wir richtig runter. Ah, okay, das ist hier so. Okay, das muss ich ja gleich nochmal von unten angucken. Das ist hier so, dass man hier so offen hat. Okay, das ist krass. Dieses Schlafzimmer. Hier so eine Anlage. Betten. Ja, okay. Ist ein bisschen viel Fenster, würde mich ein bisschen stören, um ganz ehrlich zu sein. Hier ohne Vorhänge. Würde ich mich ein bisschen sehr beobachtet fühlen, aber okay. Ansonsten ist das hier ganz nice. Und das mit dem Pool ist halt auch ein bisschen komisch hier. Hier ist der. Aber ja,
tatsächlich. Ah. Okay. Das erste aus. Haben wir schon mal angeguckt. Sieht nicht schlecht aus. Hier ist der Garten. Hier mal rausgehen. Und da hinten ist noch ein Ausgang. Nutzen wir, hoffe ich mal, einfach den. Ach, das ist scheißegal, welchen man benutzt. Okay. Einfach mal zwei ein- oder beziehungsweise Ausgänge. Okay. Das war das erste Haus. Machen wir weiter mit dem zweiten Haus. Das ist das zweite Haus. Zwei Öfen, Werkbänken, eine Kiste. Da ist diesmal nichts drin. Wir gehen mal hierher. Noch ein paar Dorfbewohner, auch ein Baby und so. Hier wieder die Öfen, wir sind in einer Kiste. Ist aber auch wieder nichts drin. Das mit der Kamera nervt mich ein bisschen. Ich müsste mir echt mal eine neue Kamera holen. Mit vor allem vielleicht mal ein bisschen mehr Winkel, also ein bisschen mehr Weitwinkel. Weil irgendwie guckt da nie so richtig rein. Da muss ich, glaube ich, auch mal allein schon wegen der Qualität mal ein neueres Modell demnächst mal anschaffen. Aber 2021 habe ich ja noch mal ein paar kleine Upgrades geplant. Da wird das, denke ich, mal stattfinden. Aber egal. Kann man hier nicht raus? Weil hier ist ja noch so... Ne, das scheint tatsächlich einfach nur Deko zu sein, ne? Hier hat man keine Möglichkeiten, noch höher zu kommen. Nee. Ne, ich glaube nicht. Wollen wir hier nochmal gucken? Ne, das ist hier so... Okay. Aha. Okay. Ja, das war's mit dem Haus. Machen wir weiter mit dem Haus und gucken wir mal, was dieses Häuschen zu bieten hat. Okay. Wird anscheinend noch eingerichtet. Ist ein bisschen kahl. Also, weiß nicht. Hier fehlt es ein bisschen an Einrichtung. Oh je. Das ist mir aber ein bisschen... Also, hier wollte ich jetzt nicht so wohnen. Das ist mir ein bisschen zu kahl. Hier ist auch nichts in der Kiste. Hier auch noch hochgehen. Hier ein riesiges Bett, zwei Kisten. Hier ist tatsächlich auch mal wieder was drin. Einfach so ein paar... So ein Schrott, den er einfach hatte. Dabei hatte, dann hat er dann hier einfach abgelegt. Auch nicht schlecht. Okay. Stuhl, wie auch immer. Wir haben ein paar Büchern. Nice. Gehen wir wieder runter. Hoch, Sackgasse. Verwinkelt ist die Bude auch noch. Also. Das Haus finde ich jetzt. Ja, obwohl von außen. Boah, ist schon eine fette Bude. Sieht schon krass aus. Muss man schon sagen. Gucken wir uns mal das nächste Haus an. Was ist das? Ja, okay, das sieht aber auch schon von innen wieder kranker aus. Ja, gut, vielleicht ein bisschen zu wenig Einrichtung. Ja, aber nicht so verkehrt. Oh, der scheint viele Waffen herzustellen. Scheint also sowas wie ein Schmied sein. Warte mal, kommt man hier noch was sehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, Quatsch. Dann gehen wir mal hier direkt mal Leiter hoch. Hier schön Wasser. Aquarium oder was das sein soll. Das ist auch ganz cool gemacht. Kann man hier so durchgucken. Ja. Kann man machen. Gehen wir mal hier ist her. Ach ne, hier ist ja nichts. Dann gehen wir hierher. Hier hat der Dia-Blöcke mit Redstone-Fackeln. Okay, das ist heftig. Hier kann man auch so durchgucken. Das ist allerdings nicht vor Fliegen geschützt. Das würde mich persönlich ein bisschen stören. Aber ansonsten ganz okay. Ja, doch, sieht aber cool aus. Ein cooler Baustil. Ja, das Gebäude von außen, das hat... Ach nee, da können wir noch weiter später gucken. Wir gucken uns aber erst noch das hier an. Ja.
Hier kann man, was ist das? Ach, einfach so ein auseinfahrbarer Stuhl. Okay, hier kann man rausgehen und dann hier, ah, ist das hier so eine Art Bahnhof oder? Ich glaube, die Tür ist ein bisschen broken. Okay, aber nicht so schlimm. Ja, gut, ich glaube, das hier ist sowas wie ein Art Bahnhaus. Geht mal weg hier, Leute. Ja. Wir haben hier tatsächlich hinten eine kleine Minecart-Strecke. Was haben wir hier? Ach, die Drücker ist einfach dafür, dass das Wasser da bleibt. Interesting. Interesting. Yeah. Hier ist einfach so ein Ding hier wieder. So ein Zaun. Ja, ganz nice. Würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal diese Bahn an. Lol. Das ist ein bisschen. Bisschen Magie hier ist. Schon mal ein Kart. Fahren wir mal mit der Bahn. Gucken mal, wo die hinführt. Ich glaube. Die führt uns tatsächlich einfach nur zu einem ganz normalen Standarddorf. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht angucken, weil das ist einfach nur so ein Standarddorf, ne? Hier ist jetzt nichts zu sehen. Ja, das ist einfach nur ein Dorf. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ist es auch. Es ist ein stinknormales Dorf. Erst gucken wir uns dann hier nicht an. Huch, sorry. Habe ich direkt mal festgebackt. Lol. Okay, gut, dann fahren wir wieder zurück. Kleine, aber feine Minecraft-Schrecke. Minecraft-Schrecke. Ah, tschüss, Minecraft. Minecraft ist wieder weg. Mir egal. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier dieses Haus auch abgeschlossen. Das war auch ganz schön mit der Minecraft-Schrecke zum Dorf hin. So sieht es von außen aus. Und ich würde sagen, wir gehen hier in die Richtung weiter. Hier sehen wir ganz viele bunte Schafe. In der Mitte gar nichts. Hinten ein paar Hühner und Schweine. Ich glaube, in der Mitte sollen Kühe sein oder soll da gar nichts sein? Ich glaube, das ist einfach nur zum Ein- und Austreiben. Naja, okay, auch ganz schön. Hier haben wir dann noch ein. Ja, noch ein. Weiteres Haus. Genau, gehen wir mal hier rein. Wo der Dorfbewohner gerade reingeht. Ich weiß nicht, ob die Türen so sein sollen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen verbuggt durch das Updaten der AFD-Version. Hier ist wieder ein Kühlschrank. Ja, brauchen wir jetzt nicht drauf drücken. Da ist vielleicht was drin, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Ja. Hier können wir eine Treppe hochgehen. Können wir hier bei Nacht schön rausgucken. Schöner Sternenhimmel. Der Mond scheint hier richtig geil rein. Hier ein riesen Bett, allerdings wieder ein bisschen kahle Einrichtung, aber mit Wasser, ja, moin, bist du erstmal am Schlafen, stehst du auf und dann fällst du erstmal ins Wasser, ist, glaube ich, nicht so geil. Also, das wollte ich jetzt nicht so. Hätte ich, oder beziehungsweise würde ich persönlich, glaube ich, nicht so feiern, aber okay. Hier haben wir einen richtig coolen Balkon, wenn wir hier richtig krass runtergucken. Jetzt hier auch schön bei Nacht, alles beleuchtet. Gut, ist vielleicht ein bisschen dunkel, ich weiß jetzt nicht, aber ja, doch, ich denke, es geht. Na gut, auf YouTube ist, glaube ich, alles nochmal so ein bisschen, ja, beziehungsweise es ist ein bisschen dunkler. Da muss ich gucken, vielleicht muss ich das Video nachher noch ein bisschen anhellen. Also ich finde, jetzt hier in der Aufnahme geht es. Ist halt Nacht, ne? Aber, ja, das sehen wir dann. Hier können wir dann noch ein bisschen weitergehen. Dann ist aber hier auch schon Ende. Dann gucken wir uns hier das nächste Haus an. Es hat
Müssen wir gucken, das Haus erstmal von außen an. Ist auch ein relativ großes Haus gewesen. Ah, da wie die Dorfbewohner hier rennen. Leckt mich am Arsch. Okay. Hier ist auch Party. Und ja, hier ist auch so ein kleines Dorf. Mit so einem Keller runter. Hallo? Ja, hier mal wieder sehr wenig Einrichtung. Hier im Bett. Warum ist hier ein Hebel? Was macht der? Okay, das ist cool. Das. Okay, kann man sein Bett hoch und runter fahren? Die Frage ist, was für eine Funktion hat das, wenn man das jetzt aus Real-Life-Gründen betrachtet? Aber gut, da stand auch einfach Fun. Ja, in der, im Titel der Welt. Ja, ich denke, das ist einfach so ein unnötiger Aspekt. Ist einfach so ein Fun-Aspekt, denke ich. Hier ist auf jeden Fall eine Eisentür. Rein kann. Ist das ein Kerker? Ich dachte, man kommt jetzt hier nicht mehr raus. Hier haben wir Kisten. Und Werfer. Mit coolen Gesichtern in den Texture Pack. Bisschen creepy, aber okay. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Bin auch schon fertig. Hier ist es echt ein bisschen sehr dunkel. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Ich glaube, ich muss das Video... Ich will nicht handeln. Ja, dann lass mir die Tür halt offen, mein Gott. Ja, das ist das Haus. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Hier ist, glaube ich, ein bisschen... Ja, hier ist auch besser beleuchtet. Wir haben hier so einen kleinen See. Der ist auch cool beleuchtet. Ich weiß nicht, was ist. Okay, bei den Lampen, das scheint tatsächlich ein bisschen verbuggt zu sein. Mit den Shader, aber okay. Ja, wir haben hier so ein paar cooles, so ein cooles Blumending. Also einen coolen See. So ein künstlich angelegten, der sieht auch wirklich auch sehr nice aus. Würde sagen, machen wir mal mit dem Haus hier weiter. Weiß nicht, ist das eventuell ein Gefängnis? Nee. Okay, das ist einfach nur ein großes Haus mit einem verdammt großen Kamin. Aber hier ist auch deutlich, hier ist besser, hier ist auch anständig ausgeleuchtet. Das gefällt mir schon mal. Ja, ja, das ist schon mal hier anständig. Ja, hier ist überall anständig ausgeleuchtet. Hier sieht man auch anständig was. Ja, hier so ein kleiner Nebenraum. Der Kamin. Okay, hier haben wir... die haben tatsächlich noch so ein richtig cooles Feld mit so einem schwebenden Beleuchtungsteil hier, also damit es auch nachts gut wächst. Wasser und so, das sieht alles schon ein bisschen cool aus. Richtig Design hier, richtige Designerbude, was ist denn hier los? Hier ist wieder so eine verbuggte Tür. Sollte allerdings nicht so sein, liegt halt an dem Update. Die Version ist halt zu neu für diese Welt eigentlich. Aber... ja, ich wollte jetzt nicht so irgendwie downgraden. Ich habe die gerade halt aktiviert gehabt, genau diese Version, die 1.10.2. Und deswegen, ja, wollte ich jetzt nicht downgraden. Hier sehen wir aber nochmal eine tolle, ja, so ein cooler Dach. Dachterrasse oder wie auch, kann man so sagen. Das ist cool. Nur wenn man so ein flaches Haus hat, warum nicht? So eine geile große Dachterrasse. Da oben hätte ich vielleicht irgendwie noch was platziert, aber muss ja jeder selber was selber wissen, wie er seine Bude macht. Ja, von außen. Von außen, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Knast. Gut, wenn man, ich hätte jetzt hier schon mal reinlocken können. Da sieht man es jetzt, dass es kein Knast ist, aber naja. Okay, gut. Wir gucken hier rein. Was ist das für ein Haus? Das scheint so ein Achterbahnhaus zu sein. Hui. Oh Gott. Ja. Okay. Kann man machen. Muss man aber auch nicht. Lass mich raus. Okay, hier so ein komisches Achterbahnhaus. Okay.
Sehr komisch. Siehst du, was ist das hier? So ein Typ, okay. Ja. Hier haben wir mal zwei komische Häuser auch wieder. Hier ein so ein Birkenhaus. Keine Ahnung. Mit so einem leuchtenden Feuer. Also so ein Feuerhaus. Okay, das war es auch schon. Sieht aber cool aus. Ist vor allem auch nicht so dunkel. Hier. Ich wollte gerade sagen, da kommt man nicht rein. Aber auch hier. Cooles Haus. Eine Kiste, da ist wieder irgendwas drin. Irgend komischer Quatsch. Das ist aus Neta-Gestein gemacht. Okay. Jo, kann man hier hochgehen? Kann man hier schon rausgucken? Ja, hier wieder so ein ganz komisches Bett. Ein riesiges Boxspringbett oder so. Okay. So sieht das von außen aus. Und jetzt haben wir hier, ich glaube, das ist schon das letzte Gebäude. Hier so ein Turm oder so ein Tower. Ich weiß es nicht, das gucken wir uns jetzt mal an. Also ganz, ist irgendwie, wir sind komisch mit den Shader. Bisschen verbuggt. Aber okay. Hier so ein Turm, also man kommt hier auf jeden Fall rein. Über diesen Eingang. Kann dann hier runter gehen. Ah ja, hier steht auch. Das ist, so. Welcome to VIP Villas ist. Ach so, ich glaube, wir hätten hier starten müssen. Kann das sein? Weil das habe ich auch auf den Screenshots gesehen. Ich glaube, das hier ist der Start. Boah, es wird aber echt verdammt schnell hell. Und mein Gott, ist das fucking hell sofort, wenn man hier, wenn es endlich mal wieder hell geworden ist. Hä, warum wird es denn so schnell hell? Das ist ja mal abnormal. Es liegt, glaube ich, echt am Shader, der das so ganz komisch hell und dunkel macht. Der so einen ganz komischen Hell- und Dunkelkeitsübergang hat. Ganz komisch. So. Hier geht man auf jeden Fall rein. Hier kann man runter. Ja, hier ist jetzt nichts weiter. Außer ein cooler, großer Turm. Wir können noch hochgehen. Das machen wir mal. Da haben wir, glaube ich, keine Ahnung, was wir da oben haben. Aber wir gucken einfach mal. Wahrscheinlich eine gute Aussicht. Einfach nur. Gehen wir mal da hoch. Ja, hier haben wir, wie gedacht, schon so einen riesen coolen Platz. Klettern wir hier hoch und ja, hier können wir, wie schon gedacht. Ja, können wir zum Beispiel herjumpen. Können wir von hier aus das Dorf sehen zum Teil? Hä? Ich glaube nicht. Aber wir können hier cool auf die Stadt gucken. Also beziehungsweise wir könnten schon da hinten das Dorf sehen, aber ich habe jetzt die Sichtweite nicht so hoch eingestellt. Ich kann die mal höher stellen, dann können wir da natürlich rüber gucken. Auf 26. Genau, dann können wir auch mal hier alles sehen. Und dann sehen wir auch dahin natürlich das ganze Dorf. Ja. Könnten wir die natürlich auf jeden Fall sehen. Ja, boah, wenn man hier runter geht, ist natürlich auch sehr episch. Ja, Leute. Das war's mit der Map. Die ist auf einer super flachen Karte gebaut. Können die nochmal abfliegen. Ja, war auf jeden Fall eine ziemlich nice Map. Und ja, Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und ja, wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.